Herzlich willkommen zum Finanztalk, auch wieder in dieser Woche mit spannenden News vom Markt. Erst einmal mit dem großen Marktblick zum DAX und dann gehen wir in Einzelwerte rein, denn es gibt ein Mehrjahreshoch bei der Telekom. BYD ist spannend und die BASF, die zieht sich ein bisschen aus Deutschland zurück. Das möchte ich jetzt klären mit dem Christian Schlegel. Hallo Christian. Servus zusammen. Ja, der DAX kriegt heute auf Deutsch gesagt ein bisschen was auf die Mütze. Wir haben heute Morgen die Bruttoinlandsproduktdaten bekommen und da zeigt sich im vierten Quartal 2022 kein Wachstum mehr, sondern sogar ein Rücklauf. Da droht ja schon fast eine Rezession. Ich will es gar nicht sagen, das Wort. Das ist ja, ich war ja jetzt 3 Wochen in Urlaub und immer was ich gehört habe, wenn ich mal ab und zu auf verschiedene Seiten reingeschaut habe. Zinsplus, Zinsangst, Zinshoffnung, Zinsangst, Zinshoffnung. Das war wie ein Ping-Pong-Spiel. Und Rezession fällt auch ab und zu mal. Ich glaube nach wie vor nicht, dass wir in eine Tiefe reinfallen. Ich glaube, wir schrammen da so ein ganz kleines wenig vorbei. Ich übertrage jetzt mal den Chart vom DAX. Da sehen wir auch, wenn ich mal einen Satz vorweg, während es überträgt, kommentieren kann, dass wir im Hoch ja schon bis auf 615 Punkte an das alte Allzeithoch rangelaufen sind. Aber das ist wahrscheinlich ein Schluck zu viel aus der Pulle. Ja, also wir haben hier so eine, also rein jetzt erstmal aus technischer Sicht, wir haben hier eine fünffällige Bewegung, ja mit 1, 2, da haben wir 3, 4, 5. Wir sind sehr hoch. Wir sind nicht nur von der Technik sehr hoch, das kann ich also hier über den Monat beweisen oder auch jetzt hier zum Beispiel mal über die Woche. Die Woche ist sehr hoch. Wir leben hier momentan auch ganz gefährlich mit Divergenzen. Das ist jetzt der Wochenchart, also eine Kerze, eine Woche. Und Moment, Entschuldigung, ich mache es mal schöner rein. Und wir haben hier eine sogenannte Divergenz, das heißt, der Markt ist gestiegen, die Technik ist mitgegangen, dann fiel der Markt ein bisschen, stieg deutlicher, aber die Technik hechelt hinterher. Das ist eine Divergenz, auf die viel geschaut wird. Wir haben nach meinem Dafürhalten Verkaufssignale über Trendfolgemodelle. Die Bänder, die sehr weit auseinander waren, die haben jetzt seit hier ungefähr, drehen die wieder zusammen. Ich glaube, dass der DAX, ich gehe mal auf den Tageschart wieder, so langsam seine Höhen sieht. Ich glaube nicht, dass wir auf das All-Time-High, das alte All-Time-High, da waren wir hier oben bei 16,52, ich glaube es nicht, dass wir es in dieser Bewegung sehen. Ich wüsste nicht, ehrlich gesagt, was das für eine Meldung sein sollte, außer dass wir Frieden in der Ukraine haben und die Chinesen und Taiwanesen sich irgendwo in der Sauna treffen und trinken ein, dass wir dann irgendwie eine positive Nachricht haben. Das wären die beiden einzigen Möglichkeiten. Wir haben verschiedene Zahlen. Wir kommen ja auch gleich nochmal auf BASF. Ich glaube, dass rein von der technischen Seite hier, wir sind in einem, wie ich das nenne, Zwei-Phasen-Modell hier. Wir haben die obere blaue Begrenzung und wir haben die untere schwarze Begrenzung. Wir haben die untere mal verlassen und pendeln jetzt hier seit, was ist denn das, der 30.01. pendeln wir in dieser Range rum. Heute, wir verlieren gerade eben 0,62% auf 15.381, sind wir ganz knapp unter der 20-Tage-Linie. Die haben wir das letzte Mal, waren wir drunter hier am 2.01. Da waren wir, also haben wir auch drunter geschlossen. Dann sind wir mal drunter, haben wir mal drüber geschlossen. Es wird sehr interessant, wie der heute schließt. Ich bin nicht der Auffassung, dass wir in den nächsten, sagen wir mal, 2 Wochen, 10, 15 Handelstagen, dass wir nennenswert drüber gehen. Ich glaube eher an ein kleines, aber nicht deutliches Absaufen. Der Markt ist meiner Meinung nach, wie gesagt, ich bin jetzt seit einer Woche hier. Und das, was ich da versuche herauszufiltern aus den verschiedenen Chats, in denen ich drinne bin, ist, dass die Leute möchten gern den Chart, den DAX weiter runter haben. Das Gros der, sagen wir mal, Privatanleger, das Gros der Teilmarktteilnehmer ist negativ gestimmt. Die verstehen gar nicht, warum der Markt hier oben ist. Und das kann ich auch begreifen. Und deswegen ist, glaube ich, hier die Shorts halten den Markt. Das ist meine Auffassung. Erst wenn wir hier drunter gehen, da sind wir bei 14.900, dann kann man davon ausgehen, wir bekommen eine größere Korrektur nach unten. Aber momentan sehe ich das vielleicht, dass er mal runtergeht auf eine 15.000, aber viel mehr nach unten nicht. Aber nach oben ist der für mich verstopft. Damit gebe ich dir mal den Bildschirm wieder zurück. Ja, und auch das Rednerpult, denn Rezession hast du ja recht schnell abgebügelt, das Thema, aber ich habe noch ein zweites, und zwar die Zinspolitik, denn die Verbraucherpreise, die sind ja weiter auf hohen, steigenden Niveaus, die kommen gar nicht so schnell zurück, wie sich das die Zentralbanken erhoffen, in den USA genauso wie in Europa, also müsste man mit weiter steigenden Zinsen rechnen, oder? Wir haben ja heute Morgen wieder neue Zahlen bekommen und die waren nicht besonders toll. Ich glaube, diese Zinserhöhung, das ist ein zweischneidiges Schwert. Einerseits siehst du zum Beispiel, dass solche Bankaktien immer wieder davon profitieren. Auf der anderen Seite die Autos dann auch mal runterkommen, aber die Autos sind momentan auch schon wieder sehr hoch. Ich habe im Prinzip überhaupt nichts dagegen. Fast jede Bank wirbt jetzt damit, dass sie Zinsen zahlt für kurzfristige Gelder, 4 Wochen, ein halbes Jahr. Im Prinzip stört mich das eigentlich gar nicht so sehr, muss ich sagen, dass da die Zinsen erhöht werden sollen.
Aber ich glaube auch, dass sie weiter erhöht werden müssen. Nochmal wenigstens 1,5, vielleicht 2 Punkte nochmal. Oder sagen wir mal zeitlich gesehen, vielleicht noch ein Dreivierteljahr. Aber dass da eine Zinssenkung oder ein Zinspeak in Sicht ist, das sehe ich genauso nicht wie du. Überhaupt nicht. Das muss dann weiter hochgehen. Und das ist ja eben die Gefahr. Wenn man nämlich risikolos 4 oder 5% in den USA bekommt, warum soll man mit Risiko das Geld anlegen, um genauso viel zu bekommen? Ja, sicher. Das ist das alte Spiel in der Börse. Das kennen wir beide. Wir sind lang genug dabei. Das kennen wir. Das ist so. Mal ist es so, mal ist es anders. Ich glaube allerdings momentan, da wir insgesamt ja sehr viel verloren hatten in den letzten, sagen wir mal, 1,5 Jahren, da ist immer noch ein bisschen, da ist noch Geld da. Und das muss nicht unbedingt in den Zinsen angelegt werden. Das kann auch, es gibt nach wie vor gute Aktien. Nur ich gebe ganz ehrlich zu, seit einer Woche bin ich hier wieder aus dem Urlaub und schaue gerade immer auf den Bildschirm aus dem Urlaub zurück. Und es fällt mir momentan schwer, von den 250 Aktien, auf die ich schaue, wirklich was rauszufinden, wo ich sage, hier kann ich mein Ei reinlegen. Hier halte ich den Finger rein. Ganz, ganz schwierig. Ich habe jetzt noch 2. Da können wir gerne gleich mal drüber sprechen. Ich weiß es nicht. Mir reichen 4% Zinsen nicht. Ich habe heute Morgen für die App einen Deal gemacht. Der brachte auch 7%. Das war ein Put, den ich gekauft hatte. Der hätte jetzt sogar 9% gebracht. Aber momentan ist das ein Markt fürs kurze Spiel. Für die Daytrader ist jetzt die schönste aller Welten. Die haben hier 120 Punkte nach oben, nach unten. Manchmal 4-5 Mal am Tag. Ist wunderbar. Für den Endanleger ist das sehr schwierig. Und ich wüsste jetzt also auch nicht, ob ich heute hier bei 9,70 eine deutsche Lufthansa kaufen sollte oder nicht. Gute Signale sind mangelbar. Aber wir können ja nochmal schauen, was wir finden. Ja, ich habe eins gefunden, ein ziemlich großes Signal, nämlich ein 14-Jahres-Hoch bei der Deutschen Telekom. Beurteilst du das auch so bullisch wie ich? Ich zeige es dir gleich, wenn ich hier wieder reinkomme. Moment, hier. Ja, die Telekom ist hier. Ich höre, was du sagst, mit dem war das ein 14-Jahres-Hoch. Ja, wir können ja immer weiter zurückgehen. Das ist also ganz erstaunlich, ja. Hier kamen sie von oben runter, von den 100. Und wir sind jetzt hier, wo jetzt diese horizontale Linie ist. Wir sind jetzt hier in so einem kleinen Widerstand. Ich habe ein folgendes Problem mit der Telekom, dass sie hat ja auch Zahlen gebracht. Die Zahlen waren gut. Es wird eine Dividendenerhöhung gemunkelt. Auch hier haben wir eine fünffällige Bewegung. Und ich glaube, wir sind, wenn ich jetzt hier auf meine technischen Indikatoren schaue, wir sind hier, ich hole es mal ein bisschen näher ran. Er fällt jetzt hier schon, sie fällt jetzt hier schon wieder ab. Sie fällt auch hier wieder ab. Ich glaube, dass wir kurzfristig erstmal hier ein Hoch gesehen haben, rechnet tendenziell nochmal mit einem Besuch von an oder unter der 20. Auf Sicht von 1-2 Jahren mag ich dir recht geben. Ja, Telekom, allein schon mit T-Mobile, die machen einen super Job, überhaupt keine Frage. Aber kurzfristig wäre das kein Wert, wo ich jetzt heute nochmal rein muss und long gehen muss, weil ich glaube eher, wir brauchen eine Pause, die erfrischt. Wir haben hier einen sogenannten Shootingstar. Heute sieht die Kerze nicht so gut aus. Wir werden hier negativ. Und ich meine, das war auch in der Woche so, ich habe es jetzt nicht im Kopf, gilt sie auch als heftigst Überkauf. Einer der guten Läufer in den letzten Wochen. Solide, heimlich, still und leise, schön nach oben gestiegen. Deswegen, da bin ich bei dir. Ich glaube nur, auch die brauchen eine Pause, die erfrischt. Ja, du hast einen guten Punkt angesprochen. Die T-Mobile US, das ist nämlich eines der wenigen Mobilfunkanbieter in den USA, die noch starke Wachstumsraten haben, unter den Top 3 vertreten. Und das Unternehmen ist 90 Milliarden wert. Und wenn ich jetzt mal umrechne, die ganze Telekom ist 105 Milliarden wert, da kriegt man ja den Rest fast für einen Apfel und ein Ei. Ja, du hast vollkommen recht. Ich kann mich deiner Argumentation nicht entziehen, aber ich bin halt da mehr technischer Analyst und sage mir einfach gerne, können Sie weitergehen auf Richtung 25, 30. Ich meine, dass das Gros der Analysten so um die 22, 23 gesagt hat, steigende Kurse verkaufen sich besser als fallende. Deswegen, die werden immer mal wieder hochgenommen, auch vielleicht auf 26, 27 auf Sicht von einem Jahr. Bin ich voll bei dir, aber kurzfristig, heute hier und jetzt, muss ich sie nicht kaufen. Ich rechne eher, wie auch für den Gesamtmarkt, dass wir mal so einen kleinen Schlenker nach unten machen und dann können sie gerne noch mal Gas geben. Also heute, hier und jetzt kaufe ich sie nicht. Ich laufe dem Ding nicht hinterher. Die hat eine schöne Bewegung gemacht, hier seit 3.10. von 17,5. Sehr gut. Apropos Gas geben, BYD haben wir heute noch auf der Liste. Bit Your Dreams heißt es, ausformuliert, das ist ein chinesischer Elektroautoanbieter. Den hast du auch mit auf der Beobachtungsliste. Ja, auch hier aus technischer Sicht. Ich war jetzt in Thailand und ich habe da ein paar von denen rumfahren sehen. Ich saß auch in einem drin. Ich muss sagen, ich war baff erstaunt. Ein wirklich schönes Auto. Was mir jetzt noch fehlt, ist, ich würde gerne mal so einen Crashtest mitmachen mit dem. Also nicht ich persönlich, sondern ADAC macht das ja immer mal wieder. Da gibt es verschiedene japanische und chinesische Autoanbieter. Wenn du da mit 30 gegen einen Hund fährst, lebt der Hund und das Auto ist kaputt. Das habe ich jetzt noch nicht gesehen. Wahrscheinlich gibt es das schon irgendwo, ich habe es noch nicht gesehen. Aber ein bildschönes Auto, wirklich gut, hat mir sehr gut gefallen. Was mir halt auffällt hier bei BYD ist, China habe ich also bestimmt auch seit über einem Jahr nichts mehr investiert. Es kam heute Morgen von einer amerikanischen Investmentbank eine Studie,
die mit chinesischen Aktien mit plus 25% bis Ende diesen Jahres rechnen. Und BYD ist da natürlich ein ganz großer Player drin. Von der Technik hin, darauf habe ich es mir angeschaut, ich werde hier positiv. Der Trendfolger fängt an, ganz leicht nach oben zu drehen. Das hat sich komplett abgebaut von dieser hohen Bewegung hier von 40. Das war im Juli letzten Jahres. Hat sich komplett abgebaut, ging bis runter 20. Wir haben jetzt auch nochmal so ein kleines Atemholen. Aber wir fangen an, hier unten in diesen mathematisch-technischen Gebilden nach oben zu drehen. Und es gefällt mir eigentlich ganz gut. Das wäre definitiv kein Short mehr. Ich warte jetzt, bis sich das hier noch so ein bisschen auspendelt, so in dem Bereich 25. Aber BYD steht bei mir eher auf der Kaufliste, muss ich sagen. Ja, und die wachsen auch schneller als die Konkurrenten. Im letzten Jahr wurden 910.000 Stück abgesetzt. Und wenn man dann mal Tesla im Gegensatz dazu sieht, da waren es 1,3 Millionen. Also man kommt hier tatsächlich der Konkurrenz sehr nahe. Angst vor der Konkurrenz hat BASF, und zwar vor der Konkurrenz aus Fernost zum Beispiel, weil die einfach billiger produzieren können. Deswegen streicht BASF ein paar Stellen, kehrt auch Deutschland teilweise den Rücken. Was hältst du davon? Ja, also es ist ja hochinteressant. Wir haben in den letzten Wochen, wo ist denn die BASF? Moment, die ist hier. In den letzten Wochen haben wir immer mal wieder von Unternehmen gehört, die Arbeitsplätze abgebaut haben. Darauf sind sie gestiegen. Ja, bei den Amerikanern war das so. Amazon, Alphabet, Facebook, sprich Metaverse. Ja, immer wenn da kam, wir bauen x-tausend Stellen ab, ist der Kurs gestiegen. Das ist jetzt das erste Mal. Ich glaube, es sind nicht viele. Ich glaube, es sind 3.000 Stellen bei BASF, nach allem, was ich gesehen habe. Ja. Man rechnet damit, dass die Dividende bleibt, aber der Wert verliert heute 6,19%. Der geht richtig heftig runter. Also was den Stellenabbau angeht, mal wird es so interpretiert. Das ist genauso, wie wenn irgendeine Firma in Streik geht. Das ist manchmal positiv und manchmal negativ. Das ist ganz schwierig, aber das ist jetzt das erste Mal, finde ich, dass ein Unternehmen Abbau von Arbeitsplätzen bekannt gibt und der Wert fällt, statt dass er steigt. Wie dem auch sei, rein von der technischen Sicht, wir haben dieses Unterstützungsniveau bei 51 haben wir gebrochen. Wir sind schon deutlich tiefer jetzt hier mit 48,43. Wir sind tiefer. Ich kann mir vorstellen, dass wir in dem Bereich 200-Tage-Linie, da sind wir bei 46,5 oder sogar drunter hier bei 45, dass wir da nochmal hingehen. Dennoch denke ich, eine BASF, vor allen Dingen, wenn die Dividendenkontinuität beibehalten wird. Sie haben nämlich heute auch gesagt, dass sie das Aktienrückkaufprogramm abbrechen. Das haben wir auch nicht vergessen. Aktienrückkaufprogramme sind immer kleine Motoren für den jeweiligen Wert, immer wieder. Das haben sie jetzt abgebrochen oder vorzeitig aufgehört damit. Das schmeckt halt erstmal nicht. Das kriegt einen Geschmack dabei, sagen wir es mal so. Und aber hier dieser Bereich um 45, oftmals getestet in vergangenen Zeiten, denke ich, dass das erstmal halten sollte. Ich gehe jetzt da nicht mehr short, aber zum Kaufen ist es definitiv noch zu früh. Hier fällt alles runter. Wir sind unter das untere Band aus technischer Sicht. Darf ich es jetzt momentan erstmal nicht haben. Sie müssen sich erstmal ein bisschen nach unten austoben. Ja, und wir toben uns thematisch natürlich auch weiter aus im nächsten Finanztalk und weisen darauf hin, dass es ganz viele Trades von unseren Star-Tradern dann natürlich im Login-Bereich gibt. Also einfach mal anmelden, testen. Auch die App ist neu gemacht, ist eine wahre Augenweite. Ganz lieben Dank für deine Inspiration, Christian. Da wünsche ich dir schon mal ein schönes Wochenende. Das wünsche ich dir auch. Alles Gute. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao.